Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach. Herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Aufnahmesession. Ich hatte spontan Lust, ein bisschen an unserer Karte weiterzumachen. Und warum nicht? Also, wir gucken mal. Erstmal wieder reinkommen. Das fahre ich erstmal hier hin. Das Trecker. Du fährst Mist in die, da freue ich mich. Du fährst hier Heu rum, du stehst so rum. Dich haben wir noch überhaupt gar nicht benutzt. Du hast 30 Minuten auf der Uhr und davon bist du wahrscheinlich... Wir fahren dich jetzt hier erstmal aus dem Busch raus. Ah, so ein cooler Trecker. Vielleicht holen wir den mal zurück zum Hof. Dann kann der wenigstens irgendwas machen. Hier ist er eben... Ist schon cool jetzt, wo das hier wieder zu so einer Schneise wird. Die sind natürlich ein bisschen eng, aber... Hey, so what? Da. Kann ich nicht dran vorbeigehen. Da muss ich einmal aufladen. So. Und sollte jemand von euch, ich frage einfach mal, eine Maus kennen mit einem Coley Head drauf? Wenn ihr wisst, was ein Coley Head ist, das ist dieser, bei Joysticks ist der oft mittig oben. Das ist so ein 8 oder 9 Wege, ich glaube 8 Wege. So ein Teil, so ein Coley Head. Dann schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Das wäre für diese Verstapelei echt der absolute Oberhammer. Wenn man auf die Tasten dann die Belegung von den, ja, von, also das Kippen und das Hoch und Runter auf die Maus legen könnte. Das wäre echt richtig klasse. Ich weiß, es gibt da durchaus andere Sachen. Es gibt ja die LS-Seitenkonsole und so, aber ich möchte die Maus nicht aus der Hand geben, weil ich die Kamera umschalten möchte. Und ich möchte auch nicht mit einem Joystick benutzen und den Coley Head dann, um die Kamera zu steuern, sondern ich brauche eigentlich eine Maus mit einem Haufen Tasten. Weil meine Maus hat zwar ein paar Tasten, aber die stellen dann solche Sachen um wie Mausgeschwindigkeit. Gut, normalerweise könnte ich das mal umstellen, das brauche ich sowieso nicht. Aber, ja, ihr wisst, was ich meine. So eine Maus, das wäre professionell. Könnten wir also 8% effektiver stapeln. In Eve-Dimensionen sind 8% sozusagen der Unterschied zwischen Level 1 und Level 5. Das ist auf jeden Fall mal richtig Premium. Ja, was habe ich heute vor? Wir werden die letzten Messages hier abarbeiten. Und dann sofort in den Juni gehen. Ich habe nämlich Lust auf Feldarbeit und Feldarbeit startet ja erst im Juli. Also müssen wir zusehen, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Viel ist es nicht mehr. Biomasse, Heizkraftwerk, Stroh sehe ich gerade. Da bin ich ja hier genau an der richtigen Stelle. Stroh brauchen wir ohnehin, ne? Also wir müssen mindestens ein, wenn nicht zwei Felder noch mit Getreide machen. So, bin kurz verwirrt. Verwirrung hat aufgehört, kann losgehen. So, wir steigen aus. Ah, wir haben hier auch nicht mehr viel Stroh. Oh. Das scheint hier noch alles perfekt zu laufen. Zumindest sehe ich hier keine Hackschnitzel. B aktiviert den Autoloader. Gucken wir mal. Das heißt, wir müssen auch noch Stroh hierher schaffen. Wie mache ich das denn? Da nutzen wir wahrscheinlich mal unseren Verkaufs-LKW, LKW sage ich schon, unseren Verkaufstrecker. Schicken den gleich mal zum Tanken und Reparieren.
Und nehmen dann Strohballen mit und laden die mal vernünftig aus. Dann ist das auch nicht so ein Gewusel und Gefasel. Was macht das Ding da oben? Z. Ja, okay. Lass mich hier raus! Wir brauchen Hüpfhöhe und Superstärke. Ja, reicht noch nicht. Hüpfhöhe habe ich gerne auf mal 2. Weil ich auch, also ich kann auch so in echt hüpfen. Das ist einfach nur, dass sich das besser anfühlt für mich. Okay, Silo-Fermenter, Silage-Booster, Stroh. Silo-Fermenter, Silage, mixt ein Tag. Ja, da würde ich jetzt im Moment, glaube ich, gar nichts machen. Da lassen wir den... Hier muss auch Gras rein. Wir müssen... Ach so, Grasfelder war das Thema letztes Mal, richtig. Das gucken wir uns an. Also hier sieht noch alles gut aus. Wir müssen auf jeden Fall Silage herstellen. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Dessertfabrik Erdbeeren. So, habe ich den ausgemacht? Nein. So, aus. Silagefabrik Erdbeeren. Da können wir den Skorpion nehmen. Okay. So, Dessertfabrik braucht Erdbeeren. Hehe. Macht man das jetzt? Okay. Kurz mal nachdenken. Erdbeeren. Eine. Huch, das wollte ich nicht. So, erste. Ich schätze mal, die haben alle eine. Erdbeeren. Erdbeeren. Die Erdbeere ist gar keine Beere. Die Erdbeere ist botanisch gesehen eine Nuss. Ich glaube sogar eine sogenannte Sammelnuss. Und das, was eigentlich die Frucht der Erdbeere ist, ist nicht das Rote, was man so gerne mag, sondern diese kleinen Pünktchen, die da drin sind. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn es heißt Wissen mit McCracken. So, was ist jetzt hier? Gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Skorpion ist vielleicht ein bisschen groß für die Nummer, die ich jetzt hier vorhabe. Kann das sein? Ich glaube ja. Wo wohnt denn der eigentlich? Der wohnt auch mit bei den Hoffahrzeugen, oder? Ja, erstmal schon. Jetzt im Moment ist da noch Platz. Dann parken wir ihn hier weg. Ist nämlich dann doch ein bisschen größer. Wir versuchen es mal mit. Der wäre perfekt, aber der steht am ganz anderen Ende. Aber wir müssen ihn ja nicht selber fahren. Komm mal her, Kumpel. Fahr mal bitte zu Gewächshäuser GW1. Hier ist schon wieder so viel Zucker. Erdbeeren, Dünger. So, das ist dann das letzte Feld. Okay. Apropos Feld. So, wir gucken. Wir brauchen ein neues Grasfeld. Uns gehört die 5, da ist Baumwolle drauf. Das wird sich dann ändern. Sooner or later. Oh, die 18 oder so, das spielt erstmal keine Rolle. Das wird alles Gras. Also schauen wir mal, was wir hier haben. F12. Renngeschwindigkeit mal 6. Kettensäge weg. Das ist unser Grasfeld. Und dann haben wir was hier. Wir haben hier Raps im Wachstum.
Ja, wenn wir dann irgendwann eine Ölmühle hätten, ne, dann könnte man damit was machen. Hier sind Sojabohnen und hier ist nochmal Raps, würde ich vermuten. Okay. Auf der 22 ist dann nichts. Nichts ist gut, aber warum, ne? Kostet das denn 500.000, 500? Achthundert, wie viel Geld haben wir? 1,2 Millionen. Ich würde sagen, wir kaufen die 18. Sag mal einmal gucken. 18 hat hier sehr viel Platz. Die hat hier okay Platz. Die hat hier Platz. Und hier hinten auch. Okay, da bräuchten wir. Ach, ich bin jetzt bei der 21. Hehe. Gut, dann kommen wir die 21. Wir gucken uns die 16. Ich hätte gerne die 16, um ehrlich zu sein. Jetzt gucken wir uns die nochmal an. Die hat hier ausreichend Platz. Jawohl, hier unten sowieso. Hier auch. Und dann wird es hinten auch sein. Ja, okay. Wann ist die Frucht hier ready? Raps ist ready. Erntezeitraum, auch im Juli. Okay. Wie ist das gepflanzt? Vernünftig. Nächsten Monat ist 8 von 8 und dann erntereif. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir kaufen die 16, oder? Und machen da dann ein Grasfeld drauf. Also jetzt die 18. Herzlichen Glückwunsch, wir sind gemeinsamer Besitzer eines Rapsfeldes, von dem wir bis vor 5 Minuten noch nicht wussten, dass wir es besitzen. Dann brauchen wir irgendein Fahrzeug, mit dem sich das gut einfahren lässt. Und wisst ihr, wen wir so gut wie gar noch nie gefahren sind? Das ist hier unser Flagger. Der sogenannte Flaggerfend. So, dann fahr du mal in die Nähe. Das ist Feld Baumwolle. Können wir hier hinten hin. Und du musst einmal zu Hof parken. Dann können wir dich tanken und reparieren. Und dann kannst du Stroh mitnehmen. Wir brauchen unbedingt Stroh. Raps gibt keinen Stroh, meine ich. So, und dann würde mich wundern, wo denn der abgeblieben ist hier. Ah. Ja, lass vor Schreck mal dein Gewicht fallen. Hier kann ich mit V nichts umstellen, das sieht zu komisch aus. Ist das jetzt hier der Platz, an dem du, oder ist das hier der hier, der ihn stört? Ja, okay. So. Oh, Schubkarre des Grauens hält einen ganzen Gabelstapler auf. Also ein Gabelstapler ist schon eine wendige Geschichte. Sehr angenehm. Wo ist das andere Erdbeer-Dingsbums? Okay. Ruckler aus der Hölle. Ah ja. Das heißt, wir brauchen hierfür noch einen eigenen Gabelstapler. Cool. Können wir noch einen Gabelstapler kaufen? Mal noch ein Stück zurück. So, jetzt mal eben hier hin. Hallo? Hallo? Ja, Stapelkönig.
Was soll das jetzt? Komm schon. So, jetzt aber. Vielen Dank. Du bist angekommen bei Baumwolle. Super, bis dahin wollte ich hier längst fertig sein. Oh. Habe ich aber auch, wisst ihr was, das ist aber auch so eine Nummer, ne? Genau da, wo wir aufladen, stellen wir doch diese Palettendinger nicht hin. Das ist doch, habe ich hier auch gemacht, ne? Okay. So, guck mal, jetzt hat man hier plötzlich Platz. Deko hin oder her, aber das Leben schwer machen müssen wir uns ja nicht. So, das sind 40.000 Erdbeeren. Das müsst ihr euch mal überlegen. 40.000. So, und ihr denkt euch noch, was hat der Mann vor? Ich will die alle auf einmal mit. Ich habe ja mal gehört, beziehungsweise kann bestätigen, Männer würden lieber riskieren, alles fallen zu lassen, anstatt zweimal zu laufen. Kennt ihr die Szene aus Ey Mann, wo ist mein Auto? So ein Film. Irgendwas ist... So. Okay. So. Oh, 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 oh. Was soll denn das? Spanngurte? Nee. Wartet mal, wir müssen das hinten kippen. Nicht so weit. So. Jetzt dürfte nichts mehr passieren. Wunderbar. Wunderbar. Kurve ist noch ein bisschen, aber hier ist ja schon asphaltiert. Oh, oh, oh. Linkskurven sind nicht unser Freund. Das war nicht einfach. Aber ich könnte ja die ganzen Erdbeerpaletten einzeln aufgeladen haben. Habe ich vielleicht auch. Ich habe einen Cut gemacht und die ganzen Erdbeerpaletten einzeln aufgeladen. Das kann schon sein. Das kann schön sein. So, Saatgutproduktion, das ist die Geschichte, von der ich nicht weiß, was das soll. Da können wir dann auch gleich mal gucken, ob wir die vielleicht sogar abstellen. Da bringen wir jetzt fix die Erdbeeren hierher. So. So, ihr erinnert euch, wenn das komisch schräg steht, dann wird das nicht entladen. So, das passt. Erdbeeren, wunderbar. Dessertfabrik, Erdbeeren, Silofermenter, der Rest kann bleiben. Wir springen mal zum 10.50 und weiter geht es dann in der nächsten Folge, wenn wir in den, lass mich schnell gucken, Juni gehen. Also, bis dann, macht's gut. Tschüss.